Hallihallo, meine Lieben. Ja, eigentlich ist es schon ein bisschen traurig, dieses Video, oder? Also ich bin, ja, aber gut, der Dezember ist vorbei, Weihnachten ist vorbei, die schönste Zeit des Jahres. Aber gut, in 12 Monaten ist ja wieder soweit, aber ich weiß nicht, ja, es war schon ein bisschen traurig, auch hier, ihr seht es, der Weihnachtsbaum ist weg. It is what it is, meine Lieben. Ich räume relativ zeitig meinen Weihnachtsbaum weg. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber so die erste Januarwoche muss er weichen, weil nadelt einfach so, ne? Und ich hab's dann auch gerne wieder clean und sauber und weniger, weil es ist schon einiges los hier, ne? Also bei uns ist jedenfalls immer einiges los. Ich habe auch ordentlich lange gebraucht, alle Dekosachen hier zusammen zu sammeln und zu verstauen. Passt jetzt gar nicht hierher, aber ich habe es trotzdem mal erzählt, ne? Also ist alles abgeschmückt. Wir können jetzt ins neue Jahr starten. Und natürlich gibt es auch ein aufgebraucht und angedüftelt für den Dezember. Es ist einiges. Es steht hier doch einiges neben mir. Hätte ich das gedacht? Nee, ich hätte es eigentlich nicht so gedacht, weil ich hatte relativ viele Kerzen an. Ich sage es euch jedes Mal. Folgt mir gerne bei Instagram. Da seht ihr in meiner Story immer tagesaktuell, welche Kerzen ich so unter meine Warmer stelle. Ich zeige euch hier immer wirklich nur eine kleine Auswahl, sonst würde es einfach den Rahmen sprengen, ne? Weil jeden Tag ist eigentlich eine Kerze hier auch irgendwo an, ne? Gerade ist hier auch wieder die Mary Berry and Bright an von Goose Creek. Habe ich noch eine an? Und im Schlafzimmer ist die Vanilla Snow Angels an. Falls ich mich noch ein bisschen komisch anhöre, wundert euch nicht, bin mal wieder ein bisschen angeschlagen. Ne? Ignorieren wir einfach mal ganz großzügig, weil wenn wir warten, bis ich irgendwann mal wieder hundertprozentig fit bin, dann müssen wir wahrscheinlich bis in April warten und gibt es keine Videos. Ne? Von daher kriegen wir das alles so hin. Genau, die beiden Kerzen brennen, warmern gerade hier bei mir. Und in der Küche brennt sogar eine Kerze und zwar von Chestnut Hill, der Coffee House? Coffee Bean? I don't know. Ich stelle euch die Kerze aber auch nochmal ganz ausführlich in meinem Kaffee-Video vor, das auch irgendwann demnächst bald kommt. Okay, meine Lieben, lange Rede, gar nicht so viel Sinn. Wie bin ich darauf gekommen? Ach so, ja, genau, wegen Instagram. Folgt mir da, wenn euch die Kerzen noch interessieren. Hier gibt es, wie gesagt, nur so ein ganz, ganz, ganz kleines Best-of, sonst wird es zu viel. Ich habe drei Kerzen aufgebraucht, wie ich das hier sehe, und einiges an Duftwachs. Es ist doch einiges an Duft. Es klingelt. Ich bin gleich zurück. So, meine Lieben. Sorry, fängt ja schon gut an. Wartepost, ne? So, jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich war. Aber ich glaube, wir waren durch, oder? Ich hatte lang und breit auf euch eingeschwafelt. Aber ihr kennt ja schon meine langen Intros. Aber auch da kann ich mir nur sagen, guckt in die Timestamps, da schreibe ich euch alles rein. So, was machen wir? Ich würde sagen, ich sortiere jetzt einfach jetzt. Komm, mach. Ich habe noch überhaupt nichts hier. Ich sortiere einmal alles. Ihr kennt das Spielchen. Ihr könnt euch einen Kaffee oder einen Tee holen. Ich habe hier Tee. Italienische Süßkirsche. Sehr lecker, sehr süß. Der Räuber mag ihn auch sehr gerne. Wir hatten ja davor immer Pfirsichtee. Jetzt sind wir auf italienische Süßkirsche. Mögen wir beides. Aber wie gesagt, sehr süß. Muss man keinen Zucker mehr ranmachen. Reicht völlig aus. Okay, jetzt aber wirklich. Jetzt haben wir es. Ich sortiere, ihr hört Musik, ihr trinkt einen Tee oder einen Kaffee. Und dann sehen wir uns gleich in alter Frische wieder und quatschen ein bisschen über das, was im Dezember hier so durchgelaufen ist. Nee, I'll be back. So heißt es ja richtig, ne? Diesmal ist mein Sensitum sehr, sehr winzig, sehr klein. Aber
Ich hatte mir auch nicht so richtig Festtagsdüfte geholt. Ich hatte euch ja meine Favorites da schon erzählt. Für den Winter ist, glaube ich, mein liebste Weihnachtsdüfte-Video mit drin. Die habe ich dieses Jahr gedüftet, ansonsten von den neuen jetzt nicht so dramatisch viel. Diesmal könnte man das Ganze mit so einem kleinen Turmbaum mit Kringle und Country Daylights. Da habe ich sehr viele aufgebraucht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kringle Daylights und 6 Country Daylights. Da ist also ein bisschen was durchgegangen. Ich habe mich durch die ganzen neuen Düfte geschnüffelt. Ich glaube, es sind fast alle von Weihnachten und Herbst durch. Ich glaube, Herbst ist, Herbst ist, glaube ich, noch einer offen. Ein halbes, Muss ich mal gucken. Und ich glaube, vom Winter ein oder zwei. Also da liege ich ganz gut. Wir haben uns durch die neuen Düfte durchgeschnüffelt. Ich kann jetzt hier nicht so ein Türmchen bauen, weil dann mit den Daylights, Leute, geht das nicht, ne? Dann passiert ihr Unglück. Von daher gehen wir die alle einzeln durch. So, ich zeige euch hier nochmal meinen Turm auf Sentinels. Wie gesagt, nicht so viel. 4 Bars sind leer gegangen. Und ein Pröbchen. Fangen wir wie immer mit Sensi an. Ihr kennt das alte Spiel, ne? Wir bleiben gerne in unseren Routinen drin. Und da hatte ich Cozy Cashmere von den Bring Back My Bars, glaube ich schon vor einem Jahr, vor anderthalb, ist schon eine Weile her, wo Cozy Cashmere mit dabei war. Hatte ich im Schlafzimmer an. Kann sein, dass ich sogar noch ein Bar hier habe. Ich liebe diesen Duft fürs Schlafzimmer. Oh, der ist so schön. Der ist nicht sonderlich stark und intensiv und präsent, aber im Schlafzimmer perfekt, weil er einfach parfümig, feminin, weich, lieblich, so diesen leichten Kaschmir-Vanilla-Duft hat. Aber ein femininer, parfümiger, lieblicher Kaschmir-Duft. Da ist noch irgendwas Süßliches mit drin. Neben der Vanille würde ich sagen, vielleicht was Florales. Ich mag den sehr, sehr gerne. Bräuchte ich jetzt nicht in rauen Mengen, aber das, was ich hier habe, werde ich sehr, sehr gerne verdüfteln. Perfekt, wie gesagt, fürs Schlafzimmer. Gemütlicher, angenehmer, cozy Duft, der einen da auch nie zu viel werden kann. So für den Wohnraum wäre er mir, glaube ich, ein bisschen zu unaufgeregt. Dann habe ich den White Pumpkin and Driftwood leer gemacht. Das war eine große Überraschung für mich. Vom Herbst-Winter-Katalog kalt gar nicht schön. Warm fand ich den ja richtig, richtig nice. Kalt ist ja einfach zu maskulin, ne? Da überfällt einen praktisch der Holzfäller. Oh ja. Aber warm wird der ganz weich und cremig und schlotzlig. Und da kommt für mich auch die Vanille richtig schön durch. Das Driftwood geht so ein bisschen in den Hintergrund. Er hat nur so einen ganz leicht holzigen Unterbau und einfach dieser cremige, weiche, süße Pumpkin ist präsent und wunderschön. Kommt in der Lampe super raus, tolle Performer. Habe ich sehr genossen. Würde der nächsten Herbst nochmal rauskommen? Das war ja jetzt so eine Winter-Herbst-Edition, würde ich ihn mir wiederholen. Ich habe ihn jetzt aus dem Club rausgeschmissen, weil ja, die Zeit ist jetzt einfach vorbei. Jetzt kommt Frühling, Sommer, jetzt brauche ich den nicht, jetzt werde ich den nicht düfteln und dann liegt der ewig hier in meinem Club. Ich hoffe einfach, dass er nächstes Jahr wiederkommt und wenn nicht, frage ich mal rum, ob den jemand abzugeben hat. Ein wirklich schöner Duft, solltet ihr euch da mal ein paar sichern können. Macht es, falls ihr ihn noch nicht kennt. Dann absoluter Oldie but Goldie. Ich liebe diesen Duft. Ich hatte ihn eine ganze Zeit im Club, habe ihn dann aber rausgeschmissen, einfach weil ich so viele Backups von ihm habe, dass ich Ewigkeiten brauchen werde, ihn aufzudüfteln. Und vielleicht kommt er bis dahin nochmal wieder, dann kann ich nochmal auffüllen. Auch aus dem Bring Back My Bars von 2 Jahren, 1,5, I don't know. Und zwar der Blueberry Cheesecake. Ich glaube, entweder liebt man oder hasst man ihn. Einige finden ihn gar nicht schön und haben eine äußerst merkwürdige Assoziation mit ihm. Also, ich kann das nicht bestätigen. Ich finde ihn einfach nur schön. Ich finde ihn wunderschön. Oh, ist einfach Käsekuchen, dieser säuerlich süße, schlotzige, joghurtartige Käsekuchen. Und dann kommt dann noch so diese Blaubeere mit darüber, dieses fruchtige, leicht dumpfe. Süß, lecker, toller Performer. Ich liebe diesen Duft in der Küche. Wenn ich den drin habe, dann weiß ich einfach, okay, jetzt hast du einen schönen Tag mit Blueberry Cheesecake, weil er ist einfach mega. Immer wenn ich nicht so genau weiß in der Küche, dann schmeiße ich hiervon was rein. Ich bin auch ein bisschen sparsam mit dem, weil wie gesagt, den gibt es ja nicht mehr. Und ich liebe ihn sehr. Und ja, den kann man wirklich machen. Wenn ihr den noch nicht kennen solltet, haltet da mal die Nase ran. Aber wie gesagt, er spaltet auch die Lager
Ich mag ihn. Und dann noch, ja, es ist auch Dauerbrenner hier bei mir und für mich der Scentsy-Duft schlechthin. Ich habe ihn auch schon so oft gezeigt, schon so oft von ihm vorgeschwärmt. Ihr wisst, was ich von dem Duft halte, von Luna. Meine Welt sollte nach Luna riechen, das wäre einfach wundervoll. Ich liebe Luna, ne? Ich liebe auch das Peeling, ich liebe das Duschbad. Die Handcreme ist nicht ganz so meins, ich mag ihn aber auch... Handcreme ist nicht ganz so meins. Ich mag aber auch das Body Spray sehr gerne. Luna ist einfach... Das stimmt, ne? Die Seife ist auch toll. Ich liebe Luna und ich hatte den jetzt wieder im Schlafzimmer an, 2-3 Tage. Da kommt der super raus. Er ist jetzt nicht was für so richtig große Räume, aber in so mittleren Räumen, 2 Brocken elektrische Duftlampe, top. Es ist ein weicher, femininer, parfümiger, lieblicher Duft. Fräsie, Duftwicke, irgendwie sowas, florale Momente sind mit dabei. Für mich ist er einfach feminin, leicht pudrig, floral, wunderschön. Auch ein ganz tolles Damenparfum, also würde ich mich immer mit eindieseln. Das Body Spray hält ja leider nicht so lange, ne? Da hat man so 2-3 Stunden Freude und dann ist es aber auch weg. Aber würde es davon ein Parfum geben, würde ich es mir sofort holen, weil ich liebe Luna. Luna ist mein Duft, ne? Ich finde den so, 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 so klasse. Luna. So, dann haben wir hier noch aus der... Das war eine Scentsy Weihnachts Edition. Fragt mich jetzt nicht, welche das war. Ich glaube, das war eine, die so hübsch bedruckt war. Das war jetzt kein Brick, sondern das war so eine, die so hübsch bedruckt war. Das war es blau. Ich kann es euch ja mal einblenden. Und zwar Homestead Holiday hatte ich hier von der lieben Eva als Pröbchen. Ich glaube, das war so ein bisschen was Tanniges, was leicht Würziges. Könnte das sein? Ja, hier riecht es so ein bisschen würzig, zimtig, tannig, fruchtig vielleicht auch mit dabei. Alles, was irgendwie Weihnachten schreit, könnte das sein. Ich fand den, glaube ich, in Ordnung. Ich fand den okay, jetzt nicht umwerfen, dass ich denke, hohohoho, I need a bar. Aber so, dass ich denke, jo, kann man machen, ne? Drinne ist Blutorange und Zimt, aufgefrischt von Tannennadeln. Kann ich mitgehen. Was klackert denn hier so unangenehm? Irgendwas klackert hier. Hört ihr das? Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Ich habe da so einen leichten, ich mag da gar nicht, wenn da irgendwas wackelt oder klackert. Nee, ist okay. Also, mein lieben Homestead Holiday. Ja, ist okay. Kann man machen. Ist in Ordnung. So, als nächstes. Was haben wir immer nach Scentsy gemacht? Haben wir da immer schon Klinger und Country gemacht? Machen wir es mal, ne? Machen wir Kringle und Country. Ne, wir machen hier einmal noch den. Der ist hier so einsam. Der Village Candle Duft. Dann haben wir den auch weg. Oh Gott. Siehst du, sogar der kleine Turm hier mit viel Daylight hält sich nicht. Wartet mal. So, jetzt haben wir es. Und zwar von Village Candle habe ich den Lemon Pound Cake aufgebraucht. Ich hatte 2 so eine Tütchen hier. Ich glaube, ich hatte euch das schon beim letzten Mal gesagt, dass ich mit dem Duft irgendwie nicht warm werde. Auch der hier war wieder, ja, keine Ahnung, der hat so eine parfümige Unternote irgendwie für mich und irgendwie komme ich da nie so richtig ran. Ich weiß auch nicht. Ich finde den irgendwie nicht so, da gibt es für mich bei weitem schönere Zitronenkuchendüfte. Wenn ihr mich fragt, ist mal ein bisschen heller hier. Es ist nämlich wieder sehr dunkel. Ne? Sehr, sehr dunkel. Oh, jetzt habe ich es ein bisschen zu hell gemacht. So. Es ist den ganzen Tag schon super bewölkt. Ab morgen soll es eise kalt werden. Und es wird gar nicht hell heute. Aber gut, kriegen wir hin. Ne? Oh, ich muss noch mal trinken. Sorry, wie gesagt, ich bin angeschlagen. Bin ich so bei 100%. So, jetzt machen wir aber mal Kringle hier. Anfang tun wir mit einem Schätzchen, das schon ein bisschen älter ist. Ich hatte ihn euch auch in meinem liebsten Tannendüfte-Video gezeigt und jetzt durfte er auch ran. Und zwar von Kringle, der Balsam Fir. Och Leute, der ist schön. Der ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Hätte ich mehr Platz in meinem Kerzenregal, ne? Würde ich da nicht schon auf dem letzten Loch pfeifen und gar nicht mehr wissen, wohin, würde ich mir wahrscheinlich auch das Glas holen, weil das ist auch so schön.
Es ist ein grüner, sehr, 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 sehr grüner, ätherischer Tannenduft. Der hat was Balsamisches, was nasefrei machend. Aber überhaupt nicht so säuerlich und hat für mich jetzt auch keinen harzigen Moment. Einfach nur grüne Tanne und balsamisch. Hat, ja, der hat auch ein bisschen was von einem Erkältungsbad, aber nicht so Latschenkiefer. Und ich finde den so schön und gemütlich und ach, der ist toll. Ich habe dieses Teilchen hier in zwei Düftelportionen geteilt, im Teelicht gedüftelt. Und im Badezimmer, oh, war der schön. Immer, der waberte dann auch so in den Flur rein, immer wenn ich da lang bin oder ins Badezimmer. Jetzt über die Weihnachtstage hat es einfach so wunderschön nach Tannennadeln. Nur die Nadeln, nicht der Stamm, so die grünen Tannennadeln. Balsam Fir, wunderschöner Duft. Kann man wirklich machen, wenn man Tanne liebt. Der war klasse. Dann hatte ich von Kringle Candle, wahrscheinlich irgendwie zu Anfang des Dezembers, den Leaf Peeper in meiner Lampe. Ja, Label ist wunderschön, ne? Da kann man bei Kringle eigentlich fast nie meckern. Ich muss aber sagen, der Duft an sich, es ist ein random Herbstduft. Ja, das ist typical so, ne? Wie sie alle heißen, Leaves und Fallen Leaves und so, das ist Blätter, was Würziges, was Nelkiges. Ich würde sagen, da ist ein bisschen Apfel drin, vielleicht auch ein bisschen was Orangiges, ein bisschen was Holziges, Blätter, Gewürze, that's it, ne? Er ist schön, man kann ihn durchaus düfteln, der performt auch so im Mittelfeld, würde ich sagen, war angenehm. Brauche ich jetzt aber nicht zwingend. Ich habe Düfte, die so in eine ähnliche Richtung gehen. Zum Beispiel der Harvest Gathering von Bath & Body Works. Der ist nur noch ein bisschen abflieger. Aber schöner Herbstduft. Wenn man sowas noch nicht hat, schaut den euch an. Mit dem kann man nichts falsch machen. Wie gesagt, wunderschönes Label. Ist eine sichere Bank für den Herbst, würde ich sagen. Da ist er nochmal. Dann kommen jetzt zwei, habe ich noch einen Herbstduft von Kühl, wartet mal kurz, oh, sind das jetzt, nee, das sind alles jetzt Weihnachtsdüfte. Dann habe ich, ach nee, das ist ja von Country, richtig machen hier. Von Kringle hatte ich den Winter Woods in meiner Lampe und wenn ihr mein Unboxing-Video gesehen habt, wie ich die neuen Düfte ausgepackt und First Sniff mit euch angeschnubbert habe, ja, meiner ist er nicht. Ich fand den ja schon, das Label ist wunderschön, auch dieses Lied, ihr könnt ihr das erkennen. Das hat so was leicht Holographisches, so der Wald im Hintergrund schimmert so silbern, wunderschön. Aber der Duft toucht mich einfach null. Das ist einfach so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Minze, Vanille, so ein Candy Cane. Dann ist da noch so ein bisschen Tannennadel dabei, so was lieblich Frisches. Und ich fand auch im Teelicht, erstens hat er nicht so lange gehalten, hatte ich so den Eindruck. Und er waberte so undefinierbar. Irgendwie ist meine Nase mit dem nicht warm geworden. Ich habe gesehen, viele von euch auf Instagram haben sich die Kerze geholt und lieben sie. Vielleicht bin ich damit auch alleine. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Viele mögen den, glaube ich, das Label ist auch so wunderschön. Ne? Aber ich weiß nicht, irgendwie war es keine Liebe. Nee, da gibt es schönere Candy Cane Düfte und da gibt es auch schönere Tannendüfte für mich. Der Winter Woods, trotz schönem Label, habe ich mich nicht verliebt. Dann auch noch ein Duft, wo ich wusste, dass der wird so an mir vorbeirauschen. Von Kringle Candle, der Pomegranate Punch. Ja, den hatte ich in der Küche an. Das ist halt ein Punschduft, ne? So ein bisschen fruchtig. Fruchtig, süß, leicht künstlich. Bisschen würzig vielleicht auch mit dabei. Was leicht würziges könnte ich mir noch einbilden. Ja, der war so in der Lampe, der waberte vor sich hin und der war okay. Was ist denn das hier? Hört ihr das? Was ist hier, was mich triggert? Ich mit so Kippeleien, Leute, ne? Da werde ich auch, wenn so ein Tisch wackelt. Werde ich euch zu wild wutzen, ne? Ist das hier von der Homeworks-Kerze? Ich baue mal meine Türmchen ab. Ich komme damit nicht klar, ne? Wenn da irgendwas... Das ist ein richtiger Trigger für mich. Naja, mit dem auch sein.
Vom Grenade Punch war so ein bisschen 0815 für meine Nase. Ich hatte euch ja auch schon gesagt, ich bin kein Punschmädchen. Auch diese ganzen von Yankee gibt es ja auch diesen Festive Martini und Cranberry Martini. Und da gab es ja dieses Jahr auch diesen Pomegranate Fritz. Und ach, es gibt so viele so Punsch-Sektdüfte. Nicht mein Taste, einfach so, ne? Kann man machen. War jetzt nicht schlecht. War auch ganz gut da, aber würde ich mir jetzt nicht holen. Und, was habe ich auseinandergebaut, dass ich mich gerade hier selbst verwirrt. Und noch ein Duft. Kommen wir erstmal zu denen, die ich nicht so gut fand. Dann kommen wir zu den Highlights. Der, ja, das wusste ich, dass der eine Schwein ist, ne? Und zwar von Kringle, der Reindeer Beer. Meine Güte. Ich fand ja das Label irgendwie ganz witzig, ne? Hätte der gut gerochen. Einfach so das als Weihnachtskerze auf den Tisch stellen. Mega, mega witzig einfach, aber der Duft ist, es riecht halt wie dieses Rootbier, ne? Die Amis lieben ja ihr Rootbier, ich finde es einfach nur, ich habe es einmal probiert. Wer hatte mir denn das empfohlen? Ich glaube, Vero war das. Ich glaube, sie meinte, irgendwie haben über Dr. Pepper, weil ich liebe ja Dr. Pepper, und sie meinte, ich soll Rootbier probieren und ich komme. Das ist halt wirklich, so dieses... Das riecht wie die Mundspülung beim Zahnarzt, ne? Wenn ihr da irgendwas machen oder irgendwas auf die Zähne schmieren und ihr spürt danach den Mund aus, dieses minzig, süßlich, liebliche, leicht kaugummiartige, zimtige vielleicht sogar. Bin ich raus. Ich habe den, die zweite Hälfte düftet gerade im Badezimmer bei mir. Ich habe den jetzt hintereinander weg einfach aufgedüftelt, zwei Portionen, weil ich wollte ihn leer kriegen. Ich wusste von vornherein, das wird nicht mein Duft. Mag jemand den Reindeer Beer? Bitte schreibt es mir mal. Bisher habe ich immer nur gehört, nee. Ich glaube, der ist einfach nicht für unsere europäische Nasen gemacht. Ich glaube, der ist wirklich für die Amis, weil die mögen Root Beer. Ich komme nicht mit klar. Der Räuber meinte auch, als er ins Bad gelaufen ist, oh Mama, was riecht denn hier so? Hat ihm gar nicht gefallen. Hat er nicht so gut. Habe ich auch gefragt, soll ich? Nee, mach mal aus. Wir haben es so lieber ausgemacht und heute ist er nicht da, deswegen dürfte ich jetzt den Rest. Nee. Also es ist jetzt nicht so, dass ich davon, ne, dass ich davon Zustände kriege oder so. Er düftelt ja auch die zweite Hälfte, aber es ist jetzt kein Duft, wo ich laut Juhu schreie und denke, oh, den brauche ich jetzt nochmal, ne? Ich wollte ihn aber auch nicht in den Tauschi legen, weil der kommt nicht so gut an, glaube ich. Ja, der ist nie. Ja, nee, ihr wisst Bescheid. So, jetzt noch zwei, die ich echt gut fand. Und zwar von Kringle Candle, der Christmas Cake Pop. Einmal finde ich das Label so schön. Wunderschön. Und ja, ich sehe auch die leichten Saw-Aspekte in dem Label, aber trotzdem finde ich das Label wunderschön. Und es ist ein leckerer Butterplätzchen-Duft mit Zitrone. Er geht in die Richtung von... Er hat diese Vibes vom Cosmic Cupcake von Country. Aber der hier ist ein bisschen vanilliger und schlotziger und buttriger. Der ist so ein bisschen reichhaltiger und nicht ganz so airy und fluffy und pudrig und zitronig wie der Cosmic Cupcake. Aber sie haben für mich den gleichen Vibe. Und müsste ich mich entscheiden, würde ich den Cosmic Cupcake nehmen. Der wohnt ja auch... Die Kerze steht da bei mir. Nichtsdestotrotz, schöner Duft. Würde der nochmal bei mir einziehen, würde ich ihn sehr gerne düfteln. Ich mochte ihn. Das Daylight fand ich jetzt nicht so intensiv. Ich habe aber von euch gehört, dass die Kerze viel, viel besser abliefern soll. Also, wenn ihr noch überlegt, Kerze soll gut performen. Daylight eher so unteres Mittelfeld. Aber an sich ein schöner Duft. Und mein absolutes Highlight... Und soll ich an den Duft mal irgendwie, wenn der mal irgendwo günstig zu haben ist, werde ich da zuschlagen, weil ich war... Also das war eine richtig große Überraschung aus der Weihnachtscollection. Der Crinkle Cookies. Oh, Leute, der ist so schön. Und ich glaube, der ist super underrated, aber der ist so schön. Ihr habt wirklich so ein Schokoplätzchen, so ein Schokokeks. Und dann, wenn der warm wird, kommt aber auch noch sowas Buttriges, Weiches, Dekadentes, so dass ihr da reinbeißen mögt. Und dann habt ihr aber auch noch diesen staubigen, wie auch hier auf den Keksen drauf ist, so diesen staubigen, pudrigen Moment, der dieses Buttrige
reichhaltige Schokoplätzchen nochmal so ein bisschen leichter macht, so ein bisschen bekömmlicher macht. Leute, der ist so schön, der liefert klasse ab. Ich hatte ihn hier im Daylight im Wohnzimmer und dachte mir so, Halleluja, ist der schön. Der ist klasse. Das ist ein richtig schöner Duft für kalte Tage. Und ja, ich bin, ja, wenn ich da mal günstig rankomme, Kringle Cookie, ich komme. Der ist wirklich richtig schön. Kann man machen. So, weiter geht's mit Country, meine Lieben. Wir sind noch lange nicht durch, ne? Machen wir mal den. Der ist nämlich aus dem letzten Winter. Den hatte ich in meinem Adventskalender. Und zwar von Country, der Holly and Mistletoe. Und den habe ich super gerne in der Küche gedüftet. Weil der sehr grün, sehr frisch ist. Die Beere da drin ist ganz, was schon bitter und herb. Und das passt so gut in die Küche einfach, weil es so eine grüne Frische ist, gerade nach dem Kochen oder wenn ihr irgendwas gebacken habt. Und zu Weihnachten ist man ja immer zu Gange, da irgendwas Schweres zu machen. Und das einfach so als Ausgleich dazu war das super schön, weil es auch so eine authentische, angenehme, grün, saftige, wässrige Note hat. Performance war der Knaller, ein halbes Daylight, 2 Tage in der elektrischen Duftlampe, perfekt da. Also wenn ihr sowas mögt oder sowas mal als Ausgleich wollt zu Weihnachten, mega Duft. Fand ich sehr, sehr schön. Ich kann mir den irgendwie auch gut im Frühling vorstellen. Weil einfach dieses wässrige und grüne war schon echt nice. Noch ein älterer Duft von Country Candle. Den hatte ich mir einfach mal jetzt geholt zum Black Friday, um den auszutesten. Den Candy Cane Lane. Ich mag ja Candy Cane Düfte und ich wollte wissen, wie der riecht. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht aufdüfteln. Eigentlich wollte ich ihn aufheben für mein Candy Cane Video, was ich nächsten Winter, Weihnachten plane. Meine Top Candy Cane Düfte, weil, aber, boah, ne? Aber jetzt habe ich ihn doch schon aufgedüftet, weil ich irgendwie so schön fand. Ja, manchmal ist man machtlos, meine Lieben. Und das ist ein schöner Minz-Vanille-Duft. Die Vanille ist eindeutig im Vordergrund hier für meine Nase. 30% Minze und 70% Vanille. Und irgendwie hat der auch so einen ganz leichten, so einen Hint-off. Schreit so von ganz weit hinten so ein Stückchen Schokolade, hallo. Ja. Sehr cremig, sehr weich, hat mir gut gefallen, toller Performer, 2 Würfel in der elektrischen Duftlampe, hat super abgeliefert, kann ich nicht meckern. Wirklich, wirklich schön. Candy Cane Lane kann man machen. Ist halt ein klassischer Candy Cane Duft. So, jetzt zu den neuen Weihnachtsdüften. Da hatte ich in der Lampe den Holly Berry. Den fand ich ganz schön, aber auch wieder nicht so intens. Ihr könnt mir mal sagen, wie eure Meinung ist, ob das Glas da besser abliefert. Das war ein schöner, grüner, tanniger Duft mit so einer leichten Fruchtigkeit. Der war angenehm, der war schön. Der waberte so durchs Zimmer, den kann man durchaus machen. Bräuchte ich jetzt kein Glas, das war jetzt keine Liebe. Aber den würde ich nochmal düfteln. Ja, wenn da mal ein Melt oder so einzieht, den Holly Berry. Solider Duft. Ein solider, schöner Duft und auch das Label ist schön. Kann man machen. Ein Duft, der für meine Nase gar nicht ging, war This Season. Ich glaube, der kommt auch relativ gut an, aber für mich ist der leider nein, leider gar nicht. Der hatte was für mich vom, wie heißt denn der, aus der Weihnachtscollection hier von Yankee. Warte mal, ich stehe jetzt hier. Ach, der ist er, der kommt hier noch. Der Magical Bright Lights, die haben beide für mich so den gleichen Vibe. So ein schwerer, parfümiger, was ist denn hier los? So ein schwerer, parfümiger, weiß ich nicht, Moschusduft. Oh, der war mir einfach viel, viel zu viel, so ein bisschen madammig, so ein bisschen Oma-mäßig. So Bodylotion oder sowas. Und auch die floralen Momente, die da drin sind, die haben mich irgendwie erschlagen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch irgendeine Rose drin ist, so eine Delina-Rose aus, ich weiß nicht, Delina von Parfum de Mali. Das ist so eine Rose, die kann ich nicht gut ab. Die ist mir zu schwer und die ist mir so, ach, Luftstab hin. Obwohl ich eigentlich Rose mag, ne? Aber die mag ich nicht so.
Und diese Kombination, this season war leider nicht meins. Ich habe auch nur eine Hälfte gedüftelt, die andere Hälfte wird weiterziehen, weil nicht mein Duft, gar nicht mein Duft. Sag mir mal, wie ihr den findet, weil ich glaube, der kommt gut an. Und da ist mal wieder meine Nase, die irgendwie sagt, leider nein, leider gar nicht. Blue Spruce, wunderschöne Kerze, wunderschönes Label, wunderschöne Wachsfarbe, wunderschön. Das Daylight war ein bisschen schwach auf der Brust, ich habe aber gehört, dass die Kerze besser abliefern soll. Ein sehr authentischer Tannenduft. Ihr riecht die Tannennadel, ihr riecht den holzigen Stamm und ihr habt auch so ein bisschen was Harziges dabei. Sehr authentisch, sehr schön, ein toller Tannenduft. Ja, könnte nächstes Jahr vielleicht noch bei mir einziehen. Ich wollte mir eigentlich schon holen, aber großes und mittleres Glas war bei American Heritage ausverkauft. Ich hoffe mal, bis nächstes Jahr wird er wiederkommen und dann, ja, hole ich mir vielleicht. Weil, wenn Intensität besser wäre, und es ist ja hoffentlich als Kerze, kann man den Blue Spruce wirklich gut machen. Dann hatte ich den Peppermint and Cocoa in der Lampe. Ja, das ist ein schöner, solider Schokoladen-Minze-Duft. Obwohl ich sagen würde, dass die Minze hier ein bisschen überwiegt. Deswegen fand ich den echt schön. Es ist eher so eine Milchschokolade, würde ich sagen. Der ist schon sehr süß, sehr zuckrig. Und diese süße, cremige Minze dazu mochte ich. Mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. War eine schöne Kombination und ich mag, dass die Minze überwiegt. Das finde ich echt gut. Ist so ein bisschen After Eight mäßig, ne? Ja, mag ich. Peppermint and Cocoa habe ich sehr, sehr gerne gedüftelt und auch das Label ist schön, ne? Und dann noch, ich glaube, mit der Meinung bin ich ziemlich allein. Ich glaube, keiner mag den, nur ich mag ihn. Und zwar der White Chocolate Cheesecake. Ich fand den schön, ne? Ich habe den zweimal hier bei mir gedüftelt im Wohnzimmer. I like. Ich finde den echt richtig schön. Ich mag den. Würde ich mir nächstes Jahr auch wieder die Kerze holen. Ich mag den. Der ist halt schon sehr schlotzig, sehr schwer, sehr reichhaltig. Also der ist schon, den würde ich jetzt nicht im Sommer düften, aber an so einem kalten Tag mit dieser leicht würzigen Note, dann ja auch so ein bisschen Käsekuchen, aber so ein schlotziger, nicht unbedingt so ein säuerlicher Käsekuchen, sondern wirklich schon so ein bisschen Käsekuchen mit weißer Schokolade. Ich habe mir Käsekuchen mit normaler Schokolade, mit so Milchschokolade. Oh, das war eine fette Bombe. Da schafft man wirklich nur ein ganz kleines Stück und dann bist du so satt, weil er so heavy ist. Und ich finde, das mit weißer Schokolade trifft es schon ganz gut. Ja, ich finde den gut, ne? Ich mag den. Wie gesagt, sagt mir mal sehr gerne, was ihr von dem haltet. Ob ich damit wirklich so alleine bin oder ob noch jemand den ganz nett findet. Ich weiß nicht, ich mag den irgendwie gerne. Trifft meinen Geschmack, aber ich mag ja auch Käsekuchendüfte fast immer gerne. Von daher, ja, es ist vielleicht nicht so eine große Überraschung. White Chocolate Cheesecake. Könnt ihr schon überlegen, ne, ob ich da eine Kerze brauche. Sehr schöner Duft. Hoppala. So, passen hier alle noch rein in meine kleine Box. Und der letzte von Country. Ach Gott, ja. Der Wishing for Christmas. Ach, guck mal hier. Daylight und Kerz. Ja, was soll ich sagen, ne? Woran hat es gelegen? Das fragt man sich immer. Woran hat es gelegen, ne? Ich brauchte den Duft hier. Wishing for Christmas. Da ist er. Und ich zeige ihn euch auch mal als Kerze. Dann brauche ich ihn euch gleich nicht nochmal zu zeigen. Ja, ich habe mir die Kerze geholt, weil ich mag den Duft super, super gerne. Es ist halt einfach ein pudriger Zitronenkuchenduft mit Tanne. Das ist das, was ich daraus rieche. So ein bisschen Vanille-Zitronenteig
mit Tannennadeln. Wunderschön. Ich muss sagen, er ist nicht der intensivste. Weder im Daylight noch als Kerze. Das muss man auf alle Fälle wissen. Ich würde ihn auf alle Fälle unteres Mittelfeld einsortieren. Also das ist keine Duftbombe. Der wabert schon arg dezent durch den Raum. Ne? Ich habe ihn hier unter meiner Arztlampe stehen, dieses Schätzchen. Und ich nehme ihn schon wahr. Er poolt auch, ihr könnt das ja ordentlich hier sehen. Ne? Er poolt ordentlich und ich stelle ihn so runter. Ne? Also da ist kein Klötzchen drunter und trotzdem kommt die Arztlampe bis hier unten. Bei einem mittleren Glas. Also es ist schon echt der Wahnsinn. Also die könntet ihr da praktisch auch ganz aufdüfteln. Ne? Wenn ihr noch ein Klötzchen, so kommt sie halt, ne? Bis hierhin kommt sie ohne Klötzchen vom Pool her. Und wenn ihr sie einfach auf ein Klötzchen hebt, dann ja, könnt ihr den Rest praktisch düfteln. Weil ihr mich immer fragt, ne? Wie... Ja, ein sehr, sehr schöner Duft. Leider nicht so intensiv, aber er ist so schön, dass ich ihn auch brauchte, obwohl er nicht so intensiv ist. Wishing for Christmas musste hier einziehen. Hat oft gedüftelt zur Weihnachtszeit, doch oft in Kombination mit einem anderen Tannenduft, den ich noch so mit dazu angemacht habe, weil die Tannennote ist hier schon sehr dezent. Es ist wirklich eher so dieser weiche, pudrige Zitronen-Vanillebutterkeks mit diesem leichten Tanneneinschlag. Wenn man noch ein bisschen mehr Tanne mag, habe ich mir hier noch Ungo-Tanne dazu angemacht. Ja, er ist schon wirklich sehr, sehr schön. Ne? Deswegen, Gläschen musste einziehen, weil große Liebe. So, der war sehr oft unter meinem, ich habe das Daylight aufgebraucht und ich hatte die Kerze sehr oft unter meinem Warmer in diesem Monat. So, weiter geht's mit Goose Creek. Goose Creek ist bei mir auch ein bisschen was leer gegangen. Einige, Herbstdüfte habe ich aufgebraucht. Und zwar den Pumpkin Butter Brittle. Aber ja, das sind so eine Foodie-Düfte, der war noch in der Küche an. Das ist ein schöner, würziger, leicht crispier Kürbis. Jetzt hat man das Wort geführt. Kürbiskeks. Ne? So ein bisschen wie so ein Haferkeks, nur mit Kürbissen. Sehr crunchy, vielleicht auch ein bisschen karamellig dabei. Sehr reichhaltig, sehr würzig. Von diesen Pumpkin Pound Cake, Pumpkin Sugar Cookie und hier der Pumpkin Butter Brittle, der ist ja auf Platz 3, der Sugar Cookie auf Platz 1 und der Pound Cake, der steht ja hier auch bei mir, auf Platz 1. Ne? Wisst ihr schon, dass ich den Duft liebe. Aber alles drei schöne Düfte, aber so wäre mein Ranking von diesen Pumpkin Düften, die ich getestet habe. Schöner Duft. Tolle Performance, aber da hat man bei Goose Creek ja eigentlich seltenst Probleme. Dann der Orchard Breeze. Den habe ich aufgebraucht, weil ja, Apfeldüfte gehen für mich auch perfekt. In der Weihnachts-Winterzeit mag ich Apfeldüfte sehr gerne. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch wieder ein paar Apfeldüfte rauskramen. Einfach so, weil ich die gerne habe. Und das ist so ein parfümiger Apfelduft. Ich finde, der hat ein bisschen was von Apfelshampoo. Apfelduschgel, irgendwie so. Der ist Apfel, aber noch mit so einer leicht wässrigen, parfümigen Unternote. Der ist okay, der lässt mich aber auch nicht laut Hallöchen schreien. Kann man düften, würde ich mir jetzt aber nicht das Glas holen. Da gibt es durchaus schönere Apfeldüfte, die ich euch ja auch in meinem Apfeldüfte-Video gezeigt habe. Da lasse ich mich ja in epischer Breite über meine schönen Apfeldüfte aus. Und der Apple Pumpkin. Auch einer von den neuen Herbstdüften. Das ist eigentlich ein Apfelduft. Bei Country kam ja auch der Apple Pumpkin raus. Da ist eher Apple Pumpkin Pie. Da ist eher der Pumpkin im Vordergrund und der Apfel ganz weit hinten. Und hier ist eindeutig der Apfel. Der Apfel war da im Hintergrund, das habe ich falsch gesagt. Ne? Pumpkin im Vordergrund und dann kam der Apfel. Und bei dem ist der Apfel im Vordergrund und der Pumpkin, ja, den nehme ich kaum wahr. Vielleicht irgendwas würziges, cremiges, ganz weit hinten, aber eigentlich ist es ein würziger, süßer, roter Apfel. Ja, schöner Duft, mochte ich sehr gerne, Performance war gut, habe ich genossen. Und dann habe ich noch aufgebraucht, wurde jetzt auch neu aufgelegt, Goose Creek kam ja Mitte, Ende Dezember, die Winterdüfte raus, die habe ich mir aber nicht geholt, die kam für mich einfach zu spät, da war ich schon
durch mit der Nummer und ich habe jetzt noch so viel, von daher werde ich die aussetzen, obwohl es da ein, zwei Düfte gab, die mich echt interessiert haben, aber mal gucken, vielleicht hole ich sie mir auch noch irgendwann. Dieser hier wurde auch neu aufgelegt und zwar der North Pole Bakery. Ja, das ist für mich so ein süßer, würziger Lebkuchenduft. Ja, der hat auch leicht einen Schoki-Moment, so ein bisschen was Lebkuchenhaftiges, sehr zuckrig, sehr süß. Performance war gut, den habe ich jetzt hier über die Weihnachtstage in der Küche super gerne gedüftelt, weil er einfach so diesen weihnachtlichen Lebkuchen-Vibe hatte. Mochte ich gerne, Performance war super. Kann man durchaus machen. Zack, zack, zack. So, schauen wir mal. Und dann habe ich aufgebraucht, einfach weil ich jetzt die Kerze habe und ich dachte mir, komm, dann kannst du jetzt platt machen. Der Whipped Caramel Espresso. Da zeige ich euch auch die Kerze, weil die habe ich auch sehr oft unter Wurmel gehabt, diesen Monat am Morgen einfach. Da ist das Melt, das ist jetzt leer. Und bei mir wohnt auch schon die Kerze. Es ist ein... Oh, ich finde den Kaffeeduft toll. Ich habe gehört, mir wurde berichtet, dass einige da Maggi riechen oder dass Gerücht im Umlauf ist, dass man da Maggi riecht, kann ich null bestätigen. Für mich ist es einfach ein wunderschöner, weicher, cremiger, süßer Kaffeeduft, sehr weich, überhaupt kein herber Kaffee und dann mit einer richtig schlotzigen, leckeren Karamellnote. Ich müsste den, glaube ich, schon mal abgießen. Oh mein Gott, wie traurig. Der ist wunderschön, ein süßer, karamelliger Kaffee. Ich liebe ihn sehr. Die Melts sind intensiver und ein bisschen herber. Also wer sagt, oh, die Melts, die sind, oh, Heidewitzka. Die Kerze ist ein bisschen weicher und ein bisschen cremiger und ein bisschen stiller. Aber man nimmt sie immer noch sehr schön wahr. Ja, große Empfehlung, wenn ihr süße Kaffeedüfte mögt. Ich bin sehr angetan. Wie gesagt, ich habe mir die Melts geholt und dann musste auch die Kerze her. Weil ich den Duft so liebe. Und es wäre jetzt nicht so, dass ich keine Kaffeedüfte mein eigen nenne. Wie gesagt, das Kaffeedüfte-Video kommt ganz bald. Ja, toller Duft. Toller, toller Duft. So, das war Goose Creek. Dann machen wir mal jetzt die Yankee Candle. Da zeige ich euch jetzt die Weihnachtscollection von Yankee Candle. Die habe ich durchgetestet. Und ich habe hier noch einen random Duft, den hole ich mal raus und zeige ihn euch. Ich hatte ja bei Time and Lights diese Wax Crumbs bestellt. Und da glaube ich aus dem letzten Jahr Herbst. Also nicht 2023, 2022. Den Apple and Sweet Fig. Den wollte ich jetzt mir auch mal holen und gucken, wie der so schnuppert, weil Burschen hatte so von dem geschwärmt. Und dann dachte ich mir auch, komm, was soll der Geiz, nimmst du den mit? Und ja, es ist ein sehr, sehr süßer, fruchtiger Apfel. Und ich finde, man riecht auch die Feige. Das ist 50-50. Roter Apfel und Feige, weil der noch so ein bisschen süßer, so ein bisschen sämiger ist. Der hat was leicht Parfümiges. Eine ganz leicht herbe Unternote, aber die ist minimal. Der Star ist ja eigentlich die Feige und dann kommt der Apfel. Mag ich gerne. Ist okay. Kann man düfteln, hatte ich in der Küche an, aber... Wäre jetzt kein Glas, wo ich, jetzt kein Duft, sorry, wie gesagt, bin noch nicht ganz da, wäre jetzt kein Duft, wo ich unbedingt das Glas bräuchte. Aber es ist ein schöner, solider Duft, kann man durchaus machen, wenn man Feige mag. Schaut euch den Apple and Sweet Fig von Yankee an. Zack. Muss schon trinken. Jetzt kommen die Yankee Candle-Düfte. Genau, die... Weihnachtscollection, die mich ja leider so ein bisschen, ich mach mal ein bisschen dunkler hier wieder, die mich so ein bisschen enttäuscht hat, bin ich ganz ehrlich. Da ist keiner dabei, wo ich sage, ich brauche ein Glas. Ja, okay, wir fangen mal an. Sparkling Winterberry. Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr an die erinnern so richtig. Sparkling Winterberry. Ja, glaube ich, war was Beeriges und so ein bisschen was Tanniges. Guckt bei mir auf Insta vorbei, da habe ich zu jedem Duft einen Post gemacht. Guckt da vorbei, da kann ich euch die noch besser beschreiben, weil jetzt habe ich die schon ein bisschen vergessen, weil die waren jetzt nicht so der Breitebringer. Ja, ein bisschen was Beeriges, ein bisschen,
ja, Beere, Granatapfel, irgendwie sowas in der Richtung und halt Tanne. Okay. Waberte so vor sich hin, war okay. War kein Stinker, war aber auch nicht Halleluja, der war Mittelfeld. Ne? Intensität, okay. Wie die Kerze ist, bleibt offen. Den Holiday Cheers fand ich warm ein bisschen schöner als kalt. Erst dachte ich ja so, ach, hier so ein Sektduft. Aber man hat wirklich im Warmen so was leicht säuerlich sprudeliges, fruchtiges, so sektiges gerochen. Das fand ich ganz hübsch, das war ganz, ganz witzig. Aber ich bräuchte da auf keinen Fall ein Glas von. Ne? Holiday Cheers. Oh. Und ich mach mal zuerst, machen wir den hier, den, den Magical Bright Lights. Jetzt haben wir es. Der ging gar nicht für mich. Ne? Hatte ich euch ja schon vorhin so ein bisschen gesagt. Der hat es hier mit dem Country Candle This is Season. Die riechen nicht gleich. Oh, aber die haben für mich diese gleiche Rose, diese Delina-Rose da drinne. Die raubt mir einfach die Luft zum Atmen. Es ist nicht mein Duft. Ist mir auch viel zu parfümig, viel zu schwer. Diesen floralen. Oh, nee. Ich weiß, viele mögen den, auch den Magical Bright Lights haben nicht viele als Glas geholt. Ich komme, nee, ich raus, ist mir Luft, ne? Ich schnappe danach Luft bei dem Duft, das ist einfach nicht für mich gemacht. Und als letztes den Shimmering Christmas Tree. Ja, das ist ein solider Latschen-Kiefer-Tannenduft. Der liefert gut ab, der ist da, der. Ist so Badezusatz, Tanne, Latschenkiefer, der ist okay, den kann man machen. Wenn man so eine Kerze noch nicht hat und das mag, kann man den durchaus düfteln. So, das war Yankee. So, das ist mein Müll und Brüll. So, okay, weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen was. Vom Bath and Body Works hatte ich in der Lampe Vanilla and Patchouli. Ja, den hatte ich, glaube ich, im Bad. Ich habe null Erinnerungen an diesen Duft. Also würde jetzt, ja, irgendwas cremiges, undefinierbares. Der wird okay gewesen sein, aber würde ich mir jetzt nicht die Kerze holen. Vanilla Patchouli war random. Ne, muss man ja auch mal über Bath & Body Works sagen, wenn es jetzt nicht so ist. So, jetzt kommen viele Düfte aus dem Shop von Getränketrends. Geschenketrends 24. Ich hatte ja da den Adventskalender, wenn ich es auf Insta gesehen habe. Der war mega, mega. Ganz viele von euch haben mir ja auch geschrieben und gefragt, gibt es den wieder? Wo gibt es den? Nächstes Jahr soll er wiederkommen. Ich glaube, Oktober bis November ist Vorbestellung. Wie gesagt, bei Geschenketrends 24, der ist also ein richtig nicer, duftiger Adventskalender. Kann ich gar nicht anders sagen. Wenn ihr es bei mir auf Insta gesehen habt, habe ich euch immer in meiner Story gezeigt. Mega. Und da sind jetzt auch eine Teile dabei, die ich euch jetzt da zeige. Aber natürlich alles, ne? So, fangen wir an mit einem Duft. Ach, den fand ich schön. Den habe ich, den war nicht so schön. Red Apple Peel. Hat die euch auch in meinem Apfelduft-Video gezeigt. Von Classic Farmhouse Candles. Einfach ein wunderschöner, authentischer Apfelduft. Der hat was für meine Nase von Johnny Appleseed. Vielleicht noch ein bisschen holziger, ein bisschen parfümiger, aber er geht auf alle Fälle in diese rote Apfelschale-Apfelkerne-Richtung. Ach, und die Performance ist klasse. Die sind ja immer so Brocken drin. Ein so ein Bröckchen im Teelicht. Habt ihr einen Tag Freude dran. Ganz toller Apfelduft. Liebe ich. Red Apple Peel. Kann man machen. Jetzt bin ich wieder dunkel, oder? Geht es noch? Ach Leute, ich sage Deutsch. Die Jahreszeit ist hier wirklich, wenn man versucht zu filmen, keine Freude. Ne? So, noch mehr Classic Farmhouse. Und zwar einmal, habe ich ganz untypisch zur Jahreszeit, I know, den Lime in the Coconut leer gemacht. Ich habe den Duft, das waren so kleine Limettenschnitze. Ich habe den ja im Sommer gefeiert und ich hatte mir den ins Bad gelegt, weil da gehen halt so eine Düfte für mich auch im Winter. Und der Duft ist so schön, der ist einfach so
tropisch. Das ist Limette, Kokosnuss, aber sowas Wässriges. Der ist einfach so schön. Schaut den euch an für den Sommer. Der ist wirklich nice. Ich bin ja eigentlich nicht so der Limettenfreund, aber das ist so eine, überhaupt keine Reiniger, gar nicht, sondern einfach nur so tropische Cocktail-Limette. Macht so ein angenehmes Feeling. Ja, habe ich jetzt im Bad gedüftet, weil mir war mal so ein bisschen nach, ne? Sonnenschein, gute Laune. Und dann habe ich noch den Country Home aufgedüftet. Dann auch wieder so hübsche kleine Zimtstangen und Cranberries. Also sehr, sehr hübsch wieder die Melts. Das hat einfach nach Weihnachten gerochen. Das war original Weihnachten. Das war Zimt, das war Nelke, das war, glaube ich, auch Cranberry. Das war, oh, war schön. Ich kann gar nicht anders sagen, es hat wie Weihnachten gerochen. Habe ich auch zu den Weihnachtstagen hier im Wohnzimmer mal gedüftelt oder mal in der Küche gedüftelt. Fand ich sehr, sehr schön. So, dann habe ich von Smeltis aufgebraucht den Apple Cinnamon. Das war ein Apfelzimtduft. Das war ein ganz klassischer Apfelzimtduft. Den hatte ich in der Küche an. Der war schön da. Apfel, süßer Zimt, ein bisschen holzig dabei. Kann man machen, ne? Soweit geht bei mir ja immer gut. Dann hatte ich hier so zwei, so eine größeren Sachen. Einmal so ein kleines Tartlet, so ein bisschen. Hatte ich auch auf Insta gezeigt, wie ich den zerschneide. Baby Berry Twist von Pretty Cute Scents. Das sah echt mega hübsch aus. Wie gesagt, auf Insta habe ich euch ja gezeigt. Das war so ein Beerenjoghurt, irgendwie hat irgend so was Beeriges, Süßes, Zuckriges. Das war schön, das war angenehm. Das habe ich einmal in der Küche, einmal im Badezimmer, so zur gleichen Zeit, sodass einmal so die volle Beeren-Duftdröhnung da durch die Wohnung gearbeitet ist. Aber überhaupt keine herbe oder muffige Beere, sondern wirklich eine süße, zuckrige, cremige, joghurtartige Beere. Mochte ich sehr gerne. War schön, hat mir gefallen. Ja. Geht hier eins raus und alles stürzt. Na, lassen wir jetzt so. Und dann habe ich hier noch von Happy Cat Candles Apples and Maple Bourbon. Das war so ein kleines Törtchen. Habe ich euch, wie gesagt, auch in meiner Story gezeigt. Das war so ein kleines Törtchen. Und das ist eine Kerze und die brennt jetzt gerade hier am Abend bei mir. Die sieht super süß aus. Ja, so ein bisschen kommt da vielleicht so ein leichter, würziger Apfel durch. Aber ja, das ist so ein kleiner Cupcake, ne? Aber super süß und ja, war halt hier so ein kleines, auch mit diesem, ne, mit diesem Schaum oben drauf auf dem Cupcake, mit diesem Topping. Super süß und wie gesagt, brennt jetzt hier gerade bei mir. Zack. Dann, was war das? Ach, das waren, glaube ich, so eine kleinen Macarons, ne? Ja, das waren Macarons. Delice de Noël und Rocher Praliné. Fragt mich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich die Macarons für ihre Größe sehr intensiv fand. Das fand ich krasse. Les Créations de Alizea. Eine Kreation der Alizea. Guckt mal bei Geschenketrends 24, ob ihr das da entdecken könnt. So kleine Macarons. Kleine Foodie-Bomben. Mochte ich gerne. War schön. Und das war hier auch spannend. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Aroma Beats. Und zwar Grandma's Apple Basket. Aroma Beats. Da ist er. Das kann man halt auch machen, ne? Und da sind da so ein kleines Bröppelchen drin. Das sieht echt lustig aus. War ein schöner grüner Apfelduft. Den mochte ich, den habe ich im Badezimmer gedüftelt. Der war schön. Grüner, frischer, leicht säuerlich spritziger Apfel. Mochte ich sehr gerne. Grandma's Apple Basket. Die Äpfel, die man da oben sieht, die hat man auch gerochen. Und dann habe ich hier noch die Opulence von Melts & More. Im Badezimmer, glaube ich, auch aufgedüftelt. Hatte ich euch erzählt, ne? Melts & More macht zu Dupes, zu Parfums, zu Lush, zu Bath & Body Works. Da müsst ihr einfach mal stöbern. Und ja, das ist ein pudriger, leicht spritziger, zitrischer,
Na doch, irgendwie schon ein femininer Duft. Sehr parfümig. Könnte irgendwas Laschiges sein. Könnte irgendein Laschtyp sein, aber who knows. Ich fand den sehr schön. Im Badezimmer hat er perfekt gepasst. Diese Teilchen sind doch ordentlich intensiv. Eigentlich reichen zwei so eine Stückchen, aber ich mache immer vier rein, weil es knallen soll. Weil ich hier mag, aber die können was, diese kleinen Teilchen hier. Von Merz und Moor. So, dann hatte ich noch was von Burtchen in der Lampe. Warte, dann muss ich mal kurz... Ja, okay, so ist richtig. Von Burtchen hatte ich einiges in der Lampe. Ihr müsst mal gucken, ob ihr Shop noch offen hat oder ob sie den jetzt schon geschlossen hat. Das weiß ich jetzt nicht genau. Müsst ihr mal vorbeischauen. Und zwar einmal den Blueberry Cheesecake Ice Cream. Und Leute, den fand ich richtig gut. Das war einfach ein richtig intensiver, süßer, cremiger, schlotziger Blaubeer, Joghurt, Kuchen, was auch immer. Den mochte ich sehr gerne. Der war schön, den hatte ich in der Küche an, in der elektrischen Duftlampe. Der war klasse. Caramel Apple Leaves. Der war, glaube ich, nicht ganz so meins. Der war mir ein bisschen zu karamellig und hatte so einen Anflug von Magie. Der kalt fand ich den schön, aber warm. Kam da so ein bisschen Magie rum für meine Nase. Der war an der Grenze. Calming Cloud. Ach, der war auch so schön, ne? Der war toll. Den hatte ich auch im Bad an. Einfach so ein süßer, lieblicher, feminin, pudriger Duft. Ach, der war schön, ne? Der war im Badezimmer. Der war einfach schön und angenehm und gepflegt und irgendwie auch so ein bisschen sauber. Den mochte ich. Und welchen ich auch geliebt habe, war Marshmallow Rose, ne? Ach, der war so schön. Das war einfach so eine richtig süße, weiche, fluffy Rose. Ach ja, so schön, ne? Der war toll. So könnte auch Textilerfrischer riechen oder auch Waschmittel. Obwohl Waschmittel, dafür ist er vielleicht ein Ticken zu süß für Waschmittel. Ach, der war schön. Der war richtig, richtig klasse. Habe ich sehr geliebt. Marshmallow Rose. Wenn ihr Rosenmädchen seid, große Empfehlung. Auch Performance war klasse. Dann hier geht es gleich rosig weiter. Die Winter Rose. Ein wunderschöner Rosenweichspüler. Sehr sauber, sehr clean. Und dann mit der Rose dazu. Top Performer, wirklich. Der knallt euch alles weg. Mega schöner Duft. Liebe ich. Habe ich schon ganz oft von Burtchen leer gemacht. Die Beauty Cream, ich glaube, das war für mich auch so ein frischer Wäscheduft, der war okay. Den hatte ich im Badezimmer an. Ja, der hatte auch so ein bisschen was Seifiges. Der war okay, aber der hat mich jetzt nicht umgerissen, aber fürs Bad war er in Ordnung, da habe ich ihn gern gedüftelt. Und der Pumpkin Butter Cream, an den habe ich nicht mehr so richtig Erinnerungen. Pumpkin Butter Cream fand ich nicht gut. Who knows? Ich weiß es nicht mehr. An den kann ich mich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich habe ich den auch ziemlich zu Anfang des Dezembers gedüftelt. Ich weiß es nicht mehr. Müsste schön gewesen sein, ne? Pumpkin Butter Cream. So, das waren Burtchens Düfte. Dann habe ich noch einen von Claudie von Soul Fragrance bei Duftmädchen aufgebraucht. Und zwar die Sugar Milk. Das war mal aus der Custom von 2022 und ach, der war auch so schön. Das war einfach süße, gezuckerte, cremige, weiche Milch. Ich liebe Sugar Milk, machen ja alle Duftfeen, bieten den ja an. Ich liebe diesen Duft einfach. Sugar Milk ist it. Also wirklich, der ist so schön. Guckt den euch an, wenn ihr den noch nicht kennen solltet. Falls ihr auch so Pink Sugar Düfte mögt, mögt ihr auch Sugar Milk. Ja, weich, zuckrig, cremig, milchig, mega. So, so, so schön. Sugar Milk kann man sehr gut machen. Und dann hatte ich ihn noch von Hügebi. Vanilla Pumpkin Marshmallow. Den hatte ich in der Küche und den fand ich sehr schön. Ich hatte bisher ja noch nicht so gute Erfahrungen mit Hügebi gemacht, aber der hier. Heide Witzka. Vanilla Pumpkin Marshmallow. Den kann man machen. Also Hügebi, vielleicht haben die auch was geändert. I don't know. Ne? Ich verfolge das nicht so. Mochte ich sehr gerne. Toller, toller Duft. Trinken. So, Duftmelze fertig, meine Lieben. Ich habe das Gefühl, ich rede schon ewig auf euch ein.
Ist, glaube ich, auch so, oder? Dass wir, aber ihr, ja, ihr wisst ja, wie es ist. Die aufgebraucht sind immer ein bisschen länger bei mir. Aber geht halt auch ein bisschen was durch, denn wir haben ja auch einiges da. Ne? So, warte mal, ich hole mir mal hier den ganzen schnellere Dang und schnellere Dudes hierher. Und wir fangen wie immer an mit den aufgebrauchten Kerzen. Ich muss dazu sagen, vielleicht würde ich jetzt euch hier noch eine Kerze zeigen. Die habe ich gewarmert im Schlafzimmer, der Snowy Walk. Und ich sehe gerade mein... Ach, meine Kamera ist zu warm. Ich sehe nur gerade, dass sie mir irgendwas anzeigt. Bin gleich wieder da. So, meine Lieben, wir haben die Kamera kurz abkühlen lassen. Ich rede anscheinend wirklich schon zu lange auf mich ein. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt und hier gleich ein bisschen Ordnung geschaffen. Genau, ach ja, ich habe euch vom Snowy Walk erzählt. Den habe ich jetzt immer im Schlafzimmer gedüftelt, rauf und runter stand der da unter meiner Beacon. Ich hatte ihn ja letztes Jahr schon abgegossen und hätte ihn jetzt nochmal abgießen können. Dann hätte er vielleicht noch so 2-3 Tage durchgehalten. Aber gestern beim Abschmücken ist uns ein kleines Malheur passiert. Der Räuber hat so emsig geholfen und da ist da was umgefallen. Die Kerze kaputt und Scherben und keine Ahnung, ich habe sie jetzt weggehauen. Hatte ich jetzt auch keinen Bock, irgendwie euch da irgendwelche Scherben da zu zeigen. Nur, dass ihr wisst, der Snowy Walk ist ein wunderschöner Duft. Ich rieche da immer eine cremige, süße Marshmallow-Vanille, Lavendel. Da ist keine Lavendel drin, aber ich rieche sie. Und ich weiß, dass auch viele von euch die riechen. Könnt euch ja mal melden, wenn es euch auch so geht. Der ist jetzt aber Norbert Goose rausgekommen wieder im Winter. Also ich könnte mir jetzt auch Nachschub bestellen. Ne? So ist es nicht, werde ich wahrscheinlich auch nächsten Winter dann machen. Die Snowy Walk gibt es auch als Melz. Wunderschöner Duft, ich liebe ihn heiß und innig. Und er wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder bei mir einziehen. Also die Kerze ist eigentlich auch so gut wie leer gegangen. Ich konnte sie euch jetzt hier nicht zeigen, weil, wie gesagt, Scherben und all das schnellere Ding. Dann ist leer gegangen von, machen wir mal weiter mit Goose Creek, habe ich abgefackelt in der Küche, war immer so unser Spiele, also der Räuber und ich spielen ja nachmittags immer viel und puzzeln und malen. Und da brennen wir uns auch oft eine Kerze oder zum Frühstück von Goose Creek, der Pear and Hazelnut Crepe. Hat er gebrannt, auf den hatte ich irgendwie Lust. Das ist ein Birne-Helene-Duft. Ihr habt Schoki, ihr habt was Teigiges und ihr habt eine süße, fruchtige Birne. Ja, sehr, sehr schön. Wenn ihr, wie gesagt, die Birne-Helene mögt, ist das euer Duft. Ich finde ihn sehr authentisch, sehr gut gemacht. Riecht aber wie so eine eingelegte Birne. Ne? So eine eingelegte, süße, zuckrige Birne. So was Teigiges, Vanilliges und Schoki. Genau. Ich muss sagen, die Kerze ist gut abgebrannt bis hierhin. Warte mal, kann man das so sehen? So bis hier, so drei Viertel ist gut abgebrannt. Und dann haben die Goose Creek Kerzen, machen die immer wie so ein... Dann kippen die um und auf einmal wird das Wachs ganz rosig. Es ist jetzt auch ein bisschen Wachs von den Dochten reingerieselt, als der jetzt hier bei mir stand. So schlimm war es jetzt nicht. Aber dann wird das Wachs auf einmal grau und die riechen nur noch nach Ruß und dann, ja. Also ich kann die immer so bis drei Viertel brennen. Fragt ihr mich immer, bis drei Viertel kann ich die brennen und dann wird es mir einfach zu rußig und dann denke ich mir, okay, lassen wir jetzt. Ja, es ist jetzt noch so viel drin. Kann man es sehen? Ja. Es ist okay. Es ist okay. Aber ich hatte jetzt auch keine Lust, die nochmal anzuzünden, wenn es denn da irgendwie nach Ruß riecht. Währenddessen hat sie gar nicht gerußt. Das war echt super. Ich habe wunderschön den Duft wahrgenommen. Sie ist problemlos abgebrannt. Also bis drei Viertel wirklich top Kerze. Und dann kippen die irgendwie, keine Ahnung warum, auf einmal wird das Wachs gräulich und es riecht nach Ruß. Aber an sich eine sehr schöne Kerze. Ich habe sie sehr genossen, wundervoll. Jetzt ist sie alle. Pear and Hazelnut Crab. Gibt es, glaube ich, aber auch noch, oder? Gibt es die Melz? Melz gab es auch mal. Müsst ihr mal gucken, wenn euch der Duft interessiert. Dann habe ich aufgebraucht, oder ja, von Bath & Body Works. Ist das Bath & Body Works? Bin ich gerade unsicher. Hello! Hier stehen auf alle Fälle Noten. Ist doch bei. Ja, Bath & Body Works. Brille aufsetzen. Der Frozen Lake ist so ein Eindochter. Und ja, abgefackelt. Da seht ihr es. Unten ist noch so ein bisschen jetzt der Docht zerbröselt vom Transport. Die ist super, wie seht ihr, super abgebrannt. Da ist kein Ruß dran, da kein nichts. Sie ist bis hierhin ungefähr mit Sicherheitsrand abgebrannt. In dem kleineren Wohnzimmer haben wir sie sehr gut wahrgenommen. Ist so ein frischer, ätherischer Duft, ein bisschen was Lavendeliges mit dabei. Hat sowas von Schnee, kann man schon so sagen. Ja,
Eukalyptus. Mochte ich sehr gerne. Ein frischer Schneeduft. War angenehm. Und wie gesagt, die Eindochter von Bath & Body Works brennen wirklich klasse ab. Da kann man nichts sagen. Und man nimmt sie wirklich auch sehr schön wahr. Das ist halt auch das Tolle, ne? In so kleineren Räumen, in so mittelgroßen Räumen, sagen wir mal, nimmt man die richtig schön wahr. Klasse. Und dann habe ich jetzt hier noch meine letzte Homeworks-Kerze abgefackelt. Ich hatte es euch ja schon ein, zwei Mal erzählt, dass ich mit der Performance von Homeworks nicht so zufrieden bin. Und auch hier bei dieser, bei Mochaccino Crumb Cake, habe ich leider nicht wahrgenommen, ne? Die fackelte dann als Ambiente-Kerze. Ist gut runtergebrannt, ihr könnt es sehen, sie hat auch nicht groß. Sie ist problemlos runtergebrannt bis unten hin. Doch, da musste man nicht kürzen, war alles ganz entspannt. Aber ich habe sie halt nicht wahrgenommen, ne? Brennverhalten top. Performance, ja, man könnte sie auch unter den Warmer stellen, aber ich hatte euch ja schon mal gesagt, dass ich die Homeworks halt mit 4 Dochten, die sind ja nun wirklich darauf ausgelegt, dass man sie brennt. So ist, ja. Jetzt sind meine Homeworks alle. Ich werde mir jetzt erstmal keine neuen mehr holen. Wie gesagt, war so ein bisschen enttäuscht. Und ja, es gibt ja noch genug andere Kerzenmarken, die ich lieber mag. Ja, das war sie, die Mochaccino Crumb Cake. Das waren meine aufgebrauchten Kerzen. Und ich hatte euch ja schon den Wishing for Christmas und den Whipped Caramel gezeigt. Ich zeige euch nochmal. Diese beiden Kerzen waren oft unter meiner Lampe. Über die haben wir ja schon gesprochen. Und dann noch 3 andere Kerzen waren sehr oft unter meiner Lampe. Auch Neuzugänge, die ich mir jetzt extra so ein bisschen für Weihnachten geholt hatte. Und zwar einmal eine absolute Liebe vom Bath & Body Works, der Peppermint Sugar Cookie. Oh mein Gott, in meiner Story habt ihr den schon inflationär oft gesehen. Ich liebe diesen Duft. Wenn ihr von Sensi den Mint to Mary, ich glaube schon den neuen, ne, von Duft des Monats November, diesen mintigen jedenfalls, wenn ihr den mögt, liebt ihr den hier auch. Das ist einfach Vanille, Butter, Keks und Minze. Nicht mehr und nicht weniger. Und es ist einfach, der kommt wunderschön raus, der ist weich, der ist cremig, der wabert so angenehm durch den Raum. Wunderschön. Peppermint Sugar Cookie. Große, große Empfehlung. Schaut ihn euch an. Den kann man sehr gut machen. Wundervoll. Und dann, ja, habe ich ja bei American Heritage so ein bisschen zugeschlagen. Und unter anderem mir die Christmas is Here wieder geholt. Ich hatte letztes Jahr schon den Housewarmer abgefackelt. Und ich fand den Duft so schön, dass ich ihn nochmal brauchte. Das ist einfach, hier seht ihr auch den Pool, die ist einfach so schön. Das ist ein Tannenduft, ein sehr grüner Tannenduft, überhaupt nicht ätherisch, überhaupt nicht harzig oder balsamisch. Ein grüner, weicher Tannenduft mit Beere. Mach den warm, der ist warm, 100-mal schöner als kalt und der hat so ein bisschen was, das ist mir jetzt wieder aufgefallen vom Scentsy Season of Magic. Die beiden haben den gleichen Vibe. Vor allen Dingen, wenn sie warm sind. Also macht den warm. Wunderschöner Duft, toller Tannenduft, tolle Intensität. Wunderschönes, klassisches, weihnachtliches Label. Liebe ich ja sehr zur Weihnachtszeit. Kann ich euch nur empfehlen. Ganz, ganz klasse Duft, wie gesagt. Das zweite Glas jetzt schon. Und dann noch, der kam letztes Jahr zur Weihnachts-Winterzeit raus bei Country. Und mir war klar, dass ich mir den irgendwann mal holen muss, weil der so schön ist. Label, Wachsfarbe, Name, alles einfach. Der Candy Cane Cashmere. Oh Gott, guckt ihn euch an. So schön. Und oh, der ist auch so schön. Hier kann ich auch wieder sagen, macht ihn warm. Sein Zauber entwickelt sich erst so richtig, wenn er warm wird. Das ist klar, Candy Cane, Minze, Vanille. Und dann hat er aber wirklich noch so einen kuscheligen, parfümigen, ja, ich kann das gar nicht genau beschreiben. So was Kuscheliges, Parfümiges, Kaschmirartiges, Wohliges, wenn der warm wird. Das ist nicht nur Vanille und Minze, sondern der hat auch noch so eine Kuscheligkeit. So schön. Und unter meiner Arch-Lampe hier kommt der klasse raus. Ich hatte ein, zwei Stimmen gehört. Ich glaube, Caro hat mir das auch erzählt. Dass der... Es klingelt. So, meine Lieben. Es war der Nachbar. Wo war ich gerade?
Candy Cane Cashmere, traumschöner Duft. Ach ja, unter der Arch kommt die super raus. Ich habe gehört, unter anderen Lampen nicht ganz so. Stell sie unter die Arch, da kommt er. Oh Gott, ich liebe diesen Duft, der war auch so oft jetzt an zur Weihnachtszeit. Weil er einfach, es ist einfach, ja, man kann schon sagen, einer der schönsten Candy Cane Düfte. Neben natürlich dem hier, ne? Also, nächstes Jahr mache ich euch mal ein Video mit meinen liebsten Candy Cane Düften. Ich habe ein paar hier, weil es sind einfach wunderschöne, ne? Ja, auch ganz, ganz große Empfehlung. Wie gesagt, Candy Cane und Cashmere, muss ich da mehr sagen? Ich glaube nicht, der Name ist Programm. Ja, traumschöner Duft. So, meine lieben Freunde der Duftlampe. Wir sind durch. Das war mein Aufgebraucht für Dezember. Ich bin zufrieden. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr zufrieden seid mit eurem duftigen Monat, was ihr so aufgebraucht habt, was vielleicht euer Highlight war, euer absolutes Weihnachtshighlight, wie ihr meine Düfte fandet, was vielleicht eine Enttäuschung war. Tell me! Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle, weil ich habe das Gefühl, wie immer beim Aufgebraucht, quatsche ich schon ewig auf euch ein und ich kann nicht mehr. Also, meine Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst es entspannt angehen, lasst euch nicht stressen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüssi!